begleitet uns heute in den Efteling. Hallo meine Lieben, ich bin wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Tag hier. Hallo meine Lieben, ich bin wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und endlich sind wir wieder zurück im Efteling. Ja, ich war lange nicht mehr hier und es hat einen Grund, warum wir hier sind. Natürlich hat, also wegen Dance Macabre, die neue Attraktion, die am 31. Oktober hier eröffnet hat, und das wird auch unser erstes Ziel sein. Also ich würde sagen, wir gehen mal rein, denn die Wartezeiten sind schon sehr, sehr lang. Ihr habt jetzt auch mal einen Blick auf das Hotel, was nächstes Jahr eröffnet, direkt hier am Parkeingang. Also ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal wiederkommen und eine Nacht drin übernachten. Oder Daria? Kommen wir nächstes Jahr wieder und schlafen da drin. Nehmen wir Brina und Sina noch mit? Im Handgepäck? Im Handgepäck, nein. Die dürfen schon vorne im Auto mitfahren. Ja, gut. Aber ich glaube, wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal wieder. Ja, wir dachten, der Park macht um 10 Uhr auf und will, also der offiziell macht der Park. Ja, ich habe online geschaut, der Park macht um 10 Uhr auf, aber wir haben jetzt 9.36 Uhr und er hat schon offen. Wir haben jetzt auch die App offen und schauen den Weg zu Dance Macabre. Es gibt so eine Art Wegweiser, wie man da hinläuft. Also auf jeden Fall lohnt es sich, die App herunterzuladen. Wir haben es jetzt in die Warteschlange angestellt und ich kann euch mal drehen. Also, ja. Ist aber tatsächlich seit Eröffnung immer so 120, 180 Minuten. Also ich glaube, es ist nicht weniger geworden seit den letzten zwei Tagen. Deswegen haben wir uns auch auf jeden Fall darauf eingestellt. Das ist unser erstes Ziel heute und wir werden nur einmal fahren. Aber ich bin sehr gespannt. Habe bisher nur Positives gehört, aber jetzt bekommen wir natürlich auch später dann auch meine ehrliche Meinung. Auch Darias Meinung, ne? Und ja, jetzt warten wir hier. Aber ich habe schon gesehen, dass es auch so Warteschlangen-Entertainment gibt. Wir lassen uns einfach mal überraschen, hoffen, dass das Wetter heute stimmt. Und wir bringen ja einen schönen Tag. Die Weihnachtsdeko hat ja auch schon hier so ein bisschen angefangen. Und das zeige ich euch dann auch alles. Daria hat uns jetzt hier einen Kaffee geholt. Beide zusammen 7 Euro. Frühstück haben wir uns eben beim Bäcker geholt, in der Nähe vom Hotel. Und wir sind jetzt bei Symbolica. Daria guckt jetzt, wie lange wir schon warten. Ein Moment. Braucht kurz 40 Minuten plus 5, 45. 45 Minuten warten wir schon und sind jetzt hier bei Symbolica. Wir haben auch erfahren, ich drehe euch mal, damit ihr mich sehen könnt. Wir haben auch erfahren, dass es einen extra Eingang für Hotelgäste gibt, für Dance Macabre. Und die natürlich dann zuerst rein dürfen und dann erst die normalen Pöbel, wie wir. Also ich muss sagen, das machen sie echt cool hier in der Warteschlange, dass sie auch hier diese Charaktere rumlaufen lassen. Werden auch, was ich jetzt eben nicht aufgenommen habe, so einer mit dem Besen, der hier durchgekehrt hat, auch von Dance Macabre. Und ja, also ich finde, die spielen die Rolle sehr gut und ist echt eine schöne Bereicherung für die Warteschlange. Papier ist Geduld, sagt man Deltas. Ja,
Ihr habt ja gesehen, Single Rider hat aktuell 60 Minuten und ich habe auch nochmal den Mitarbeiter gefragt, ihr müsst euch nicht komplett die ganze Schlange, die jetzt für den normalen Eintritt anstellen. Ihr könnt einfach durch den Single Rider hier reingehen und dann gewartet ihr halt nur 60 Minuten. Machen wir halt 70. 70? Ah, 70. Aber in der App steht 60, also gut. Machen wir vielleicht heute Abend mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr müsst für Single Rider nicht komplett euch hinten anstellen, sondern könnt ihr einfach hier vorne bis zum Eingang gehen. Mach du mal. Ja. Yeah. Wir nähern uns langsam der Pre-Show und ich erzähle euch mal ein bisschen die Geschichte von Dance Macabre. Vor langer, langer Zeit, an einem Freitag, den 13. im Jahre 1876, verschwand hier beim internationalen Musikwettbewerb das gesamte Orchester des exzentrischen Dirigenten Joseph Charlatan, den haben wir auch gerade schon gesehen. Nach einer grandiosen Aufführung des Musikstücks Dance Macabre wurden sie gnadenlos von dem mysteriösen Namenlosen, dem Bösen verschlungen, das auch heute noch in diesen Gegenden umherstreift und sich als monströses, katzenartiges Wesen manifestiert. Wir warten jetzt schon 2 Stunden 15 und ich glaube, die Attraktion ist schon so eine coole Attraktion für auch für abends, also mit der Atmosphäre hier im Wald, mit den Geräuschen. Ich denke auch, die Beleuchtung wird richtig cool sein. Also ich glaube, abends hat die Attraktion nochmal ein ganz anderes Feeling. Wir werden uns, ja, also denke mal, nochmal am Single Rider heute Abend anstellen. Da verpassen wir aber natürlich vieles von der Warteschlange, weil der Single Rider, kann ich euch jetzt auch mal zeigen, ist nämlich jetzt genau hier. Also hier ist, gehen wir jetzt gleich rein und da sind die Leute vom Single Rider. Also die verpasst schon einiges von der Warteschlange. Thank you.
Wir sind jetzt da ins Macabre gefahren. 2,5 Stunden haben wir jetzt gewartet, exakt. Und ich hoffe, ihr habt was gesehen. Da ist schon sehr dunkel, der Ride. Vor allem am Anfang wird es einmal komplett finster. Und es könnte ein bisschen gruselig sein für kleinere Kinder. Ist eigentlich, aber sonst ist es eigentlich ein Familienride. Und wir finden ihn eigentlich cool. Also, wir würden jetzt nicht immer 3 Stunden dafür warten. Aber was wir auch gesagt haben, dass wir so eine Attraktion vorher noch nie gefahren sind. Die Effekte sind cool. Die Musik, muss ich sagen, mag ich auch. Nicht? Ist so dein Fall? Also, uns gefällt er schon sehr, sehr gut als Dark Ride. Gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber sowas haben wir halt noch nicht gesehen. Sehr, sehr gut würde bedeuten, du stellst dich noch mal fast drei Stunden. Nee, 3 Stunden würde ich mich nicht nochmal anstellen. So, bis 1 Stunde ist okay. 1,30. Aber die Auslastung ist gut. Also das ist auf jeden Fall. Man sitzt auch bequem und ist zwischendurch ein bisschen rasanter. Es passieren Sachen, die man nicht so erwartet, wenn man vor allem zum ersten Mal fährt. Und ja, hat uns gut gefallen. Jetzt gehen wir mal noch in den Shop. Wir sind jetzt hier im Shop und was ist das denn? Was ist das überhaupt? Die Katze. Ja, aber was macht man damit? Das ist so ein Wechselding. Ah, böse Katze, gute Katze. Kostet 25. Die Ohrenwärmer, falls kalt ist, ist kein Preis dran. Da, 12,50. Ja. Oh, guck mal, es gibt sogar was für den Kopf, was für uns. Wow. 12,50. 10 Euro für Kekse. Was haben wir noch hier so? 45 Euro. 45 Euro für den Hoodie. Und hier der Hoodie? 50. 50 Euro. Cappies gibt's auch. Dann gibt's noch so Schneekugeln. Wolle Rose kaufe. Hier mit, oh, schön, guck mal, mit Fledermäusen. Das finde ich cool. Das mit der Katze, süß. Hier ist kein Preis dran. Kostenlos heute. Oder auch ein Kerzenständer. Hat Halloween-mäßiges für mich. Hier ist nochmal Katze. Wollen eine Katze kaufen? 30 Euro kostet die. Na, hier sind die Preise auf den Kartons. Gibt es auch noch so Pinset zum Beispiel. Postkarte, irgendwie so eine Kette, Amulett. Huch. Ja, das war's. Ja. Noch T-Shirts. Ja, warum jetzt? Also da gehen wir jetzt nicht mehr hin, da ist zu voll. Socken gibt's auch noch da vorne, sehe ich. Und T-Shirts, aber da stehen sie halt alle in der Schlange. In dem Dorf von Dance Macabre gibt's auch noch ein paar andere Sachen. Gucken wir mal. Guck, es gibt sogar Zuckerwatte. Was für dich, Daria? Hier. Popcorn und Sucre-Spin. Mit Spinne. Kann man sogar hier bestellen, ohne dass man sich da anstellen muss. Oh, sorry. Und auch die Charaktere laufen hier rum. Es gibt Sweet Color Mix, gibt es Salty und Secret Recipe. Ich glaube, die würde ich mal probieren. Es gibt ja auch den Refill-Automaten. Wusste ich gar nicht, dass es den jetzt auch hier im Efteling gibt. Ja, und es gibt extra Dance Macabre Becher, wie ihr da sehen könnt. Und hier kann man dann auffüllen. Und es gibt auch extra ein Getränk, so ein Hever-Mix. Das ist auch interessant. Hier gibt es auch ein Restaurant, Quick Service, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es aussprechen soll. In den Swarte Cut. Grab and Go. Hier gibt es verschiedene Wraps zum Beispiel und Säfte und Tee, Salate. Und hier gibt es auch noch Kettle Cook, Steamed Pudding gibt es hier.
Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Also ich muss sagen, der Bereich ist echt auch gut gelungen. Die Toiletten auch super thematisiert, wollte ich jetzt auch mal hier erwähnt haben. Und ja, ich mag den ganzen Bereich hier mit den Schauspielern. Ja, das ganze Dorf, mega cool. Also echt happy, dass das jetzt hier im Efteling ist und es ist was ganz Besonderes. Wir fahren jetzt Symbolica, nee, und zwar im Single Rider, 5 Minuten. Normale Wartezeit ist 35, ne? Single Rider passt. Ich muss ja nicht immer mit Daria zusammensitzen. Geht gar nicht eigentlich. Bei seiner Majestät Bardolphus. Willkommen! Bienvenue! Welkom in Symbolica. U gaat zo de Pardus, onze koninklijke tovernaar. Wat een saaie boel. Also hier standen wir heute Morgen noch in der Schlange für Darts Macabre. Die hat sich auf jeden Fall aufgelöst. Mal gucken, wo sie jetzt... Ah, da stehen sie. 75 Minuten ab da steht. Also ich glaube, ich würde vorher eher andere Attraktionen machen, dann hier. Ja, ja. Also, ja, also für, du meinst generell so als Tipp, ja. Ja, ja. Also, ja, das würde ich jetzt auch mal so sagen. Also macht erstmal was anderes und kommt dann zu Darts Macabre. Aktuell sind es, wie gesagt, 75 Minuten. Jetzt drehe ich euch mal kurz, damit ihr nicht so viele fremde Menschen sehen müsst, sondern nur mich. Symbolica ist natürlich eine super schöne Dark Ride-Attraktion, perfekt für die ganze Familie. Ja, einfach ein sehr, sehr schöner Ride. Und Single Rider war wirklich 5 Minuten, ne? Ja, ein bisschen mehr. Aber es geht ja eigentlich immer nur bis zur Pre-Show. Ja, genau. Wartezeit zählt eigentlich nur bis zur Pre-Show. Wir gehen jetzt zu Baron, hat nämlich Single Rider 15 Minuten und normal 35, hast du gesagt, ne? Ja. Geht aber auch voll klar für Baron für heute, für den Samstag. Ja. Gut, wahrscheinlich 50% der Leute stehen halt bei Darts Macabre an. Ja, also Baron wollen wir auf jeden Fall noch fahren, Dromflug und dann haben wir eigentlich die Hauptattraktion, die Zugfahrt. Dann haben wir so die Sachen, die wir auf jeden Fall fahren wollten, schon mal abgehakt und wir haben 1 Uhr. Wir sind super in der Zeit. Yeah.
eine Runde Baron sind wir jetzt auch gefahren. Also wir sind super in der Zeit, laufen jetzt schon wieder an Dance Macabre vorbei. Das ist irgendwie so der Mittelpunkt des Parks. Wir laufen jetzt nämlich Richtung Turmfluch. Flucht, Fluch, Flucht. Da wollen wir nämlich Poffertier essen und auch Turmfluch fahren. Baron war ich erste Reihe, hatte ich richtig Glück. Ja, irgendwie Baron erste Reihe kickt nochmal anders. Ja, also wir gehen jetzt Richtung Turmflucht. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Attraktion und wurde, glaube ich, dieses oder letztes Jahr renoviert. Und ich hab die Attraktion ja noch nicht gesehen nach der Renovierung. Übrigens schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal im Efteling wart und ob ihr den Park überhaupt mögt. Wir sind jetzt hier im Poffertier-Restaurant. Das heißt Poffertier. Und das ist in der Nähe von Turmfluch und hier gibt es so verschiedene Menüs mit Bananen, Nutella, aber auch normale. Ihr habt auch so eine große Portion zum Teilen. Wir haben uns das für die Kleinen. Du hast alles auch normal? Ja. 6,75 Euro für die normalen mit Puderzucker und Butter. Gibt aber auch zum Beispiel mit Apple Slices und Caramelsoße und hier gibt es auch noch so spezielle Coffees. Die haben wir uns jetzt genommen. Also du hast Sirup, Waffel, Sirup? Strohwaffel. Strohwaffel? Steht Sirupwaffel unten drunter. Das ist Karamell. Ja, dann gibt es Red Velvet und Gingerbread. Ich habe mich für Gingerbread entschieden. Und hier weihnachtet es schon so ein bisschen. Sehr schön dekoriert. Es ist sehr. Ich war hier noch nie drin. Wir waren noch nie hier drin. Nee, wir waren immer zu spät. Wir wollten mal und das war hier immer zu. Also, wir sind ja super in der Zeit. Deswegen haben wir gesagt, setzen wir uns halt rein. Sehr bequem. Unsere Kaffee sind da. Und zwar, ich habe mich ja für Gingerbread entschieden. Aber der eine, der macht schon den Abgang. Also der wollte schon, der konnte das Ganze hier nicht mehr ertragen. Der ertränkt sich schon selbst. Und Darias Karamellwaffel. Sieht aber auch sehr lecker aus. Nam, nam, nam. Und da sind unsere Poffertier mit sehr, sehr viel Puderzucker. Und ein bisschen Butter. Die schmilzt schon ein bisschen, ja. Guten. Das war exquisit. Diese Poffertier mit diesem Kaffee und Turmfluch, Flucht, nicht, Flug, Flucht. Mensch, Flucht, doch ja, Flucht. Hat eben gesagt, nee, ist Flug, Flucht. Hat jetzt 40 Minuten Wartezeit. Naja, machen wir jetzt trotzdem, weil es wird auch nicht weniger vom Tag über. Und wir sind jetzt eh schon hier in der Gegend und wollten dann jetzt auch nicht nochmal zurückkommen. Und das war ja eh auf unserer Prioritätenliste, also let's go! Da sind wir bei Turmflucht. Und ich habe gerade was gefilmt, aber das muss ich gleich mal zeigen. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Die schönen Weihnachtsbäume, die hier schon dekoriert sind zur Wintersaison. Im Efteling heißt es ja nicht Christmas oder Weihnachtssaison, sondern Winter. Und geht auch bis weit in den Februar rein, glaube ich. Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder, ne? Nö? Nö?
Also optisch ist für mich die Attraktion eine der schönsten Attraktionen, die ich kenne. Wir wissen jetzt auch nicht, was jetzt neu war. Ob was neu war. Mir kam sie generell so unbekannt vor. Aber wurde auf jeden Fall abgestaubt. Nee, aber wirklich, es ist so schön, so viele Details. Dieser Flug dadurch, also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Attraktion optisch. Und auch für die ganze Familie. Am Ende wird es auch noch ein bisschen rasanter. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben nur 20, 25 Minuten gewartet. Also nicht 40 Minuten wie in der App. Und wir fahren jetzt mal eine Runde Zug. Denn den sind wir, glaube ich, auch noch nie gefahren. Ja? Oder kann sein, dass wir wollten und dann ist er nicht gekommen oder sowas? Keine Ahnung. Wir waren zu lange nicht mehr hier. Wir erinnern uns an nichts mehr. Ja, und da wollte ich euch eben eigentlich zeigen, sind die Weihnachtsbäume schon beleuchtet und so. Aber ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber zeige ich euch später nochmal. Das war Winkel. Sag euch, alle Wege führen immer an Danzmar Cabo vorbei. Aktuelle Wartezeit um 16 Uhr 75 Minuten. Also auf jeden Fall, was ich vorher schon gesagt habe, es lohnt sich nicht direkt morgens anzustellen. Wartet ein bisschen, dann wird die Wartezeit auf jeden Fall geringer. Und trotzdem sind die Charaktere hier immer noch in den Warteschlangen, wie man sehen kann. Wir gehen jetzt zur nächsten Attraktion. Und zwar fahren wir jetzt eine Runde Max und Moritz. Hat irgendwie auch nur 15 Minuten Wartezeit. Also bisher ist der Tag echt sehr produktiv, schaffen einiges. Und es ist ein wirklich schöner Tag im Efteling. Hier direkt bei dem Restaurant nach Max und Moritz und da vielleicht das Bucket, da Snacks. Kokette? Nee. Ich nehme so eine Fleischrolle bitte für mich einmal. Möchtest du was drauf machen? Ich glaube, letztes Mal hatten wir das hier. Nee, ich mag keine Zwiebel. Mayo nehme ich dazu. Nur Mayo? Ja. Sonst nichts? Nee. Okay. Ich nehme auch nur eine, aber mit Spezial. Was haben die denn noch so? Krokette habe ich noch im Rucksack. Das sind eine Barmi-Scheibe. Das ist vegetarisch. Das ist, nee. Nee, das reicht mir als Snack. Okay. So, jetzt gibt es was typisch Niederländisches, Holländisches. Für mich ist eigentlich nur die hier. Der Rest ist für Daria. Oh. Aber ich habe noch so ein Kroketten-Ding im Rucksack von heute Morgen. Aber da haben sie auch, guck mal, ich meine, Dings ist größer, aber hier bei der Kleinen hast du ganz schön viel Mayo. Haben sie deswegen gut, habe ich hier keine Soße genommen. Haben sie gut gemeint. Ja. Unsere nächste Station ist jetzt Fata Fahamohana oder so.
Fata Morgana, aber es wird so anders ausgesprochen. Sitzen und gucken lieben wir doch. Wir sind eine Runde Yogis and Drag gefahren. Also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder wach. Und jetzt gehen wir zum letzten Tagespunkt für heute. Nochmal Dance Macabre fahren, die Warteschlange im Dunkeln anschauen. Und ja, und dann geht es auch schon für uns nach Hause, weil der Park macht um 8 Uhr zu. Wir haben jetzt genau 18 Uhr. Die Warteschlange von Dance Macabre sind so um die 1,5 Stunden. Also passt perfekt. Wir sind wieder bei Dance Macabre an und ich habe uns Popcorn geholt. Sieht man hier, die Packung hat sogar Dance Macabre draufstehen. Und das ist die Medium-Größe. Ich weiß, es ist sehr dunkel. Hier ist ein bisschen Licht. Daria hat süß. Kannst du ein bisschen da ins Licht halten, so. Die sind nämlich bunt. Ah ja. Und ich habe mich für die Special Edition entschieden. Und ich drehe euch mal. Oh Gott. Kennt ihr diese Chips von, die gibt es aber immer von früher, aber ich habe die halt immer als Kind sehr gerne gegessen. Das sind diese Ringe. Ich meine, die hießen irgendwas mit Tee. Ich glaube, die hießen Tacos. Wir haben ja noch nicht gegoogelt. Auf jeden Fall habe ich die immer früher so an den Ringfinger, also in die Finger gemacht, dann haben wir die immer vom Finger so gegessen. Und das Gewürz haben die, schmecken. Also du hast noch nicht probiert, macht sie gleich, aber ich finde sie sehr, sehr geil. Und 3 Euro pro Packung ist es Medium, finde ich echt okay. Es gibt noch für 8 Euro den Premium, da kriegt ihr so einen Eimer und den könnt ihr dann natürlich auch dann behalten. Ihr seht mich jetzt zwar kaum, aber dieses Popcorn. Ich träume da heute Nacht von. Das war so, so geil. Also wenn ihr herzhaftes Popcorn mögt, Chips mögt, ist es schon sehr, sehr geil. Wie ist dein süßes Popcorn? Auch gut.
Ihr habt jetzt wahrscheinlich einen anderen Ton und einen anderen Blickwinkel, aber meine andere Kamera hat leider den Geist aufgegeben. Also ich fand es wieder sehr, sehr gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich saß leider wieder in derselben Reihe wie eben. Nur jetzt nicht in der ersten Reihe, sondern hinten. Also in derselben Chorbank. Wir hätten gerne mal einen anderen Blickwinkel gehabt, aber haben wir uns jetzt nicht ausgesuchen können. Und das war's. Also die erste Attraktion war Danse Macabre. Attraktion ist Danse Macabre und ja, wir gehen jetzt Richtung Parkplatz, fahren jetzt noch 3 Stunden nach Hause, hatten einen sehr schönen Tag, das Wetter hat gehalten, haben das geschafft, was wir schaffen wollten und mehr und ja, also wir hatten einen schönen Tag, hat Spaß gemacht, den Efteling mal wieder zu besuchen, lang ist es her gewesen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.